Die Photovoltaikanlagen erzeugen Strom, mit dem zum Beispiel das familieneigene Elektroauto samt E-Bike betankt werden. Den Nachtstrombedarf deckt die 2013 errichtete Kleinbiogasanlage. Deren überschüssige Wärme dient der Haus- und Stallbeheizung und trägt zur Trocknung der Hackschnitzel aus eigenem Waldbestand bei. Es ist ein ganzheitliches Energiekonzept, das Anton Sporrer für sich und seine Familie auf seinem Hof in Niedereck bei Simbach aufgebaut hat. Und das quasi völlig ungeplant. An ein derart großes Projekt hat keiner gedacht, als im Jahr 2001 die erste 7,5 Kilowatt starke PV-Anlage in Betrieb ging. Das Konzept ist dann eigentlich erst so im dritten, vierten Schritt raus geworden, wo wir gesagt haben, wie können wir das Ganze noch besser nutzen, Synergieeffekte zwischen den einzelnen Projekten, die man da gemacht hat. Und das war eigentlich so der Gedanke dahinter. Kleine Puzzleteile, die nach und nach ein großes Ganzes ergeben haben. Dabei ist das noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Es ist so geplant, wenn in 2 Jahren die Einspeisevergütung ausläuft von der ersten Anlage, dass man dann in Richtung Speicher geht. Wenige Kilometer weiter in Engertal steht das zweite Energieprojekt der Familie. Das inzwischen energetisch und trotzdem unter den Aspekten des Denkmalschutzes sanierte Wohngebäude. Statt PV-Anlage gibt's hier eine Wärmepumpe. Wir haben einen Flächenkollektor verlegt und haben eben über Wandheizungen das ganze Haus jetzt beheizt. Und das ist im Prinzip, hat sich das sehr, sehr gut bewährt. Es ist im Winter schön warm, es ist im Sommer kühl. Und wir haben mit so einer recht modernen Form das perfekte Klima für uns schaffen können. Außerdem wurden bei der Sanierung ausschließlich Naturbaustoffe verwendet. Derart große, ganzheitliche Projekte sind sicher nicht überall umsetzbar. Doch die Familie Stadelbauer-Sporrer ist überzeugt, dass jeder einen kleinen Teil zur Energiewende beitragen kann. Für die Umwelt und für die nächste Generation.